Wir schauen uns heute den neuen Pokémon-Film an. Pokémon, der Film Geheimnisse des Dschungels. Der ist zwar jetzt auch schon ein bisschen draußen, aber ich weiß ja, dass ihr euch darauf freut. Also gucken wir uns den heute zusammen schnell an. Ich weiß, ich hänge bei der Serie hinterher, aber ich habe ja schon im letzten Unboxing gesagt, dass ich leider gerade nicht so viel Geld habe und dass das erst um die Animagic rum besser wird. Deswegen müsst ihr euch bei ein paar Sachen leider noch etwas gedulden. Aber das wird natürlich alles nachgeholt, versprochen. So, hier haben wir nochmal das Cover. Finde ich wirklich richtig schön. Ich meine, wer liebt Sonnenuntergänge bitte nicht? Dann haben wir hier unsere Seite bzw. unseren Rücken. Und hier haben wir dann unsere Rückseite. Darum geht es. Ein paar Ausschnitte natürlich. Natürlich auch wieder mit Pikachu. Und dann noch unsere Daten. Er ist auf Netflix. Deutsche und englische Synchro geht 94 Minuten. Und wie immer der Hinweis natürlich, es ist Anime. So, dann gucken wir mal rein. Wir haben Werbung hier drinnen. Ganz viel Werbung. Und da wir sonst nicht viel anzuschauen haben, gucken wir da mal rein. Polyband hat ja auch vor ein paar Tagen gepostet, dass noch ganz viel zu Pokémon geplant ist. Und dass da noch lange nicht Schluss ist. Wo leider Schluss ist, ist bei Megalobox. Sie haben gesagt, sie werden die zweite Staffel leider nicht veröffentlichen, weil sich die nicht gut verkauft hat. Schade. Aber ja, ich denke, neben den ganzen Staffeln, die natürlich noch fehlen, oh, ab April, ich bin wirklich sehr früh dran, wow, wird da wahrscheinlich noch einiges kommen. Auch vielleicht an Compilation-Boxes oder was weiß ich wieder so, ne? Vielleicht, weiß nicht, Film 4 bis 6 in der Box und so weiter und so fort, ne? Also, ja. Ich glaube, Pokémon, da hat man immer was. Genau, hier sowas vielleicht nochmal. So Special Boxen zu den Filmen, wie sie veröffentlicht haben. Da wird wahrscheinlich noch ganz viel rauskommen. So, ja, genau. Und natürlich die Pokémon-Staffeln. So. Das war die Werbung. Denn dann haben wir leider nur noch die Scheibe. Die haben wir hier. Wir gucken noch mal schnell, ob wir ein Wendecover haben. Ja, wenigstens noch ein Wendecover ohne FSK-Logo. Das wird natürlich eingesetzt. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Besser als so ein paar der letzten Filme, die rausgekommen sind. Das beruhigt mich auf jeden Fall, weil das kann man sich dann mal wieder geben, ohne richtig komischen Zeichenstil, ohne CGI-Gedöns. Einfach mal wieder ein schöner, normaler Pokémon-Film. So, ich habe mal schnell das Wendecover reingefummelt. So sieht das dann aus. Wunderhübsch. Ja, dann war es das auch schon mit diesem Film. Mal schauen, wann ich ihn schauen werde. Ich glaube, das sage ich bei allem, was ich mir kaufe. Aber mir fehlt halt einfach die Zeit, ne? Wie gesagt, auf die nächste Staffel müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden. Ich denke mal im August. Ich denke mal, ich hole mir die dann auf der Animagic und dann können wir die auch angucken. Und bis dahin ist wahrscheinlich schon die nächste Staffel wieder draußen. Dann hole ich mir die auch noch gleich mit. Aber ja, ich will euch nur wissen lassen, sie kommt auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, dann sind wir hier am Ende mit diesem wirklich tollen Film. Wenn ihr ihn schon geschaut habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie er euch gefallen hat. War gut, war nicht so gut? Da bin ich mal echt gespannt. Hat euch der Zeichenstil gefallen, die Animationen? Aber ich denke,
Er ist wirklich besser so als zum Beispiel Mewtwo schlägt zurück, Evolution, was das war und keine Ahnung was, und Meister Detektiv Pikachu, da bin ich ganz sicher. Ja, gut, meine Lieben, dann machen wir hier Schluss. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.